Fix und fertig. Klein Frieda trägt gern Lila. Ab in die Schule, Frieda. Dividier mal 9 durch 3. Teilen lernen heißt es, weil Teilen total wichtig ist und alles zu gleichen Teilen dann das Richtige ergibt, nämlich 3. Und Mathe, damit du die Schule schaffst und Schule, damit du dann Matura machst und die gleichen Chancen wie alle anderen hast im Leben. Schreiben und lesen sollst du lernen, geben und nehmen, aber vor allem ehrgeizig sein. Jeder kämpft für sich allein, Frieda. Ja, und die da in deiner Klasse, die hat zwar eine Leseschwäche, aber auch die gleichen Chancen. Und der da hat einfach nicht alle Tassen im Schrank, aber auch die gleichen Chancen. Und wer da nicht mithalten kann, der muss einen Gang höher schalten. Weißt du, Frieda, leisten muss man eben. Nur dann bekommt man die gleichen Chancen im Leben. Und wer das nicht kann, naja, der ist raus. Die sortieren sich praktisch selber aus. Und das war's dann für die. Frieda, sieh mal. Köpfchen braucht man im Leben, aber nicht nur das. Auch 2 knochige Ellbögen, aber nicht nur das. Auch einen gewissen Biss und dabei keine Gewissensbisse. Den richtigen Schliff wissen, wo der Hammer hängt und wer zu lange am Rockzipfel von Mama hängt, wer beim Sport nur in der Ecke flennt, ja, aus denen wird nichts, Frieda. Es braucht eine gute Dosis emotionale Distanz, Ignoranz und ein Einzelkämpfer-Mindset halt. Klingt nach einem vermeidenden Bindungsverhalten und Dissoziation ist es auch. Hat noch niemandem geschadet. Geflennt wird hier nicht. Schon gar nicht, wenn du ein Junge bist. Bist du nicht. Wäre aber vielleicht besser gewesen, Frieda. Hier bekommt jeder die gleichen Chancen, aber ja, wäre schon schön gewesen. Du hättest zwischen deinen Beinen einen Penis gehabt, ein Schwert und nicht die Scheide. Das hätte deinen Marktwert doch nicht unerheblich gesteigert und dir den Vorsprung beschert, den du jetzt wettmachen musst. Also streng dich an, Frieda. Jeder kann alles erreichen. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Ja, Schmied heißt das. Das wird nicht gegendert, als ob das was ändert. Klar, du bist damit auch gemeint, Frieda. Wir sind doch alle gleichberechtigt hier. Und wenn dir irgendwann auffällt, dass man sich dir gegenüber anders verhält als bei deinen Kollegen, dann ist das ein persönliches Problem. Und wenn dir irgendwann auffällt, dass niemand mehr teilt und in diesem System dauernd jemand durch den Rost fällt, Frieda, die haben ihre Chancen einfach nicht genutzt. Weil Chancen haben wir ja alle die gleichen und die Weichen sind gestellt für eines jeden Weg in ein besseres Leben. Und wenn du irgendwann, Frieda, wenn du 20, 30, 40 bist und in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung sitzt mit 3 Kindern, nachdem du es echt probiert hast, studiert hast, es Hochs und Tiefs gab, Praktika und Drogen, Auslandsjahr und depressive Episoden, durch die du immer wieder rausgeflogen bist, durch das Karrierekarussell, das sich viel zu schnell dreht, um Schritt zu halten, mit 1, 2, 3 Kindern an der Hand. Und auf dem langen Weg hat kaum jemanden dein Verstand interessiert, vielmehr deine Brüste. Und der Vorstand hat getan, als wüsste er von nichts. Jeder kämpft für sich, Frieda. Ja gut, du vielleicht nicht, weil du 3 Kinder hast, für die auch mitgekämpft werden muss. Aber schlussendlich hattest du ja die Wahl und dann auch noch Depression, Frieda. Burnout wäre ja schon schlimm genug gewesen, aber das ist wenigstens mehr angesehen, weil die Leute verstehen, da hat wer gearbeitet bis zum Umfallen und ist dann umgefallen, aber ums Arbeiten geht's, Frieda, verstehst? Und Kinder großziehen ist halt keine Arbeit und Arsch abwischen von der Oma auch nicht. Sprich, es gibt kein Gehalt dafür und wenn es kein Geld dafür gibt, ist es auch keine Arbeit und was keine Arbeit ist, wird auch nicht bezahlt. Es leuchtet doch ein, so schwer kann es nicht sein, Frieda. Und wenn dir irgendwann aufgefallen ist, dass alle Karrierefrauen und tolle Mama wollen und du keins von beiden bist, dass Teilzeit nicht Freizeit ist und sich eine Tür nach der anderen für dich schließt, dann ist das dein Problem und damit bist du allein. Wenn du dich dann, Frieda, fragst, wie das alles eigentlich sein kann, wieso du, nachdem du so viel geschafft hast, jetzt die Armutsgrenze entlang schrammst, du hast es doch echt probiert. Naja, Frieda, die Welt ist gerecht. Vielleicht hast du einfach damals schon zu schlecht dividiert.